Was war? Ich habe gerade gesehen, wir sind ja, und ich glaube, das ist schon seit Ewigkeiten so. Wir sind ja mitten im Feld der Entscheidung, ne? Vielleicht ist das jetzt ein bisschen besser, mal sehen. Warte mal, bevor wir hier. Okay. Eine isolierte Festung. Die Ardat Yakshi müssen geglaubt haben, hier vor dem Krieg sicher zu sein. Sofern sie überhaupt davon wussten. Jetzt wissen sie es. Ist halt ein Kloster, ne? Die erfahren das oft einfach als letztes. Okay, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Arena. Es würde hier mehr passieren. Die ist neu. Boah. Okay. Gefährliche Nummer. Würde ich sagen. Hier alles durchgucken. Die beiden sind schon hier. Ich glaube, die große Halle ist dahinter, ne? Sobald ich konnte. Shepard, das ist Falerm, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Ardat Yakshi. Sie... Mutter, Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in das da. Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Die Asari dachten, die Ardat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Ardat Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Hat sie gerade gegrinst? Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemanden geholfen. Falair? Zügel deine Zunge. Ich bin ein Spectre. Klatsch dich um, Bruder. Falair.
toll. Die große Halle. Sie sucht nach Wheeler. Okay. Wir gehen mit. Wir können nur nicht fliegen. Wir müssen laufen. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Ich frage mich, warum sie uns braucht. Das ist irgendwie spannend. So. Guck mal hier um die Ecke. Jethro, hier ist Scully. Ich habe den Exxon der Zugriff gesperrt. Die Schüler sollen nicht wegen dieser Reaper-Gerüchte in Panik geraten. Dennoch könnte es nicht schaden, unsere Vorräte zu überprüfen. Bitte bringen Sie mir vor dem Abendgebet eine Inventarliste. Ich kontaktiere später noch Tessia, um nachzufragen, weshalb die Asari in den Krieg ziehen. Gehen Sie in Frieden. Okay. Die wollten also einfach blockieren. Also sie wussten davon, wollten es aber eventuell nicht wahrhaben. Auch spannend. Wir werden mit diesen Türen nicht viel Glück haben. Wie kommen Sie darauf? Es ist ein Wunder, dass das Gebäude nach den Reapern und den Elite-Soldatinnen überhaupt noch steht. Okay, dann gehen wir da durch. Was? Die Reaper aus Lebewesen machen können. Ich schieße den Vieh natürlich voll durch die Beine. Achso, ist das nicht okay? Ceres Conceal Schulterschutz, okay. In neue Waffe. Ist das die große Halle? Ne, die ist dahinter, okay. Jethro. Ich habe das neue Mädchen in eine Zelle sperren lassen. Justikarin, die sie zu uns gebracht hat, Justikarin Fora, sagte, sie habe Probleme gehabt, die Gefangene zu überzeugen, dass ihre Verbringung ins Kloster notwendig ist. Das könnte erklären, warum das Mädchen ihre Wachen angegriffen hat. Sie kann von Glück sagen, dass Fora dabei nicht zugegen war. Der Kodex der Justikarinnen hätte eine Hinrichtung erfordert. Ich werde andere Justikarinnen befragen, wie weit Fora bei der Anwendung des Kodex gehen darf. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Gefangenen völlig verängstigt hier ankommen, aber es war mit Sicherheit das letzte Mal, Matriarchin Galley. Okay. Verstanden. Das wollte ich gar nicht. Mach ich. Jethro, ich habe die diesjährigen Kandidatinnen für begleitete Besuche auf Tessia durchgesehen. Ich genehmige alle, bis auf Janis. Die ist impulsiv, raffiniert und, was am schlimmsten ist, eine Romantikerin. Eine schlechtere Kombination können wir gar nicht aus unseren Mauern nach draußen lassen. Ich finde es verdächtig, dass sie überhaupt auf der Liste stand. Wir sollten dem nachgehen und hoffen, dass das nicht auch von Janis manipuliert wurde. Es kostet sehr viel Zeit und Mühe, die Regierung von Tessia zu überreden, dass unsere besten Schülerinnen ihre eigene Heimatwelt besuchen dürfen. Solange Janis nicht erwachsen wird, gehört sie jedenfalls nicht dazu, Matriarchin Galley. Es gibt nur weibliche Asari, ne? Die Waffenmods. Gucken wir mal, neue Waffe, da. Handfeuerwaffe. Ne, warte mal, hä? Das ist die neue Skipple. Aber da haben wir echt bessere Waffen. Definitiv. Katana 5. Bleiben wir bei. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen nach unten.
Die macht ja richtig Rambazammer, die Alte. Alter Schwede. Die portet sich ja Rambazammer hier überall hin. Bestätige, wird gemacht. Okay. Ich glaube, wir haben ihn gehabt, ne? Ja. Alter Schwede. Hier ist Munition, das ist gut. Und drei, also es gibt ja nur 47, ne? Let's go! Aber die große Halle. Oder zumindest in die Richtung. Sturmgewehr Präzisionsfernrohr. Das sieht auch immer aus wie Barrieren hier, ne? Noch eine tote Elite-Soldatin. Sollte sie die Reaper aufhalten oder wurde sie zurückgelassen? Unwichtig. Nein, ist es nicht. Ich möchte glauben können, dass sie sich im Kampf auf ihr Team verlassen konnte. Sie stellt sich diese Frage nicht mehr. Er hat recht. Sie stellt sich diese Frage nicht mehr. Da ist die Bombe. Das ist unsere Bombe. Und Valer. Rina, wach auf! Valer, Rina hört uns nicht. Aber es geht Rina nicht gut. Rina ist noch keine von denen. Unmöglich. Sie muss nur aufwachen. Okay, die Bombe. Sehr emotionaler Kampf. Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Nicht ohne einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Warum sehen die schwanger aus? Später. Zurück zur Bombe. Achso. Okay.
Ich glaube, sie wird unsere härteste Gegnerin jetzt. Also jetzt an diesem Ort. Faller, geh! Nimm den Fahrstuhl! Rila, was tust du da? Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh! Geh! Los! Nein! Rila! Ich liebe dich. Rila! Ja, lieber schnell weg, ne? Schnell weg. Wir sind nicht eure Sklaven. Die Einrichtung sollte zerstört werden, ne? Oder? Rila, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Stimmt nicht ganz. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Faller. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Faller. Mutter, nicht! Oh nein. Meine Töchter. Ihr wart viel stärker als ich. Wollte sie gerade selbst umbringen? Was tun sie da? Dem Kodex folgen. Indem sie ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Faller? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Oh, Samara. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Sie könnten bleiben, Samara. Ich würde es verstehen, wenn Sie Kalair hier helfen wollen. Das muss warten. Vorher helfe ich gegen die Reaper. Ich rede mit Faller und schließe mich ihnen dann an. Okay. Wenn sie wollen. Immer. Wäre mir eine Ehre. Die Alte ist mega mächtig. Mein Freund. Die Alte ist richtig stark. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Dann zünde mal die Zippe an. Fakten. Commander, ich bin erfreut, dass die Adat-Yakshi-Situation bereinigt wurde.
Ich nehme an, dann sind Sie unter Kontakt beim Asari-Oberkommando, Ratsherrin. Ich überbringe lediglich den Dank der Asari für die Durchführung einer schwierigen und heiklen Mission. Die nächsten Soldatinnen, die wir zum Kloster schicken wollten, sind jetzt unterwegs zu Admiral Hackett. Leben Sie wohl, Commander. Sehr gut. Finde ich gut. Keine Toten. So, Alien. Terminus-Flotte. Okay. Die Allianz. Was haben wir hier? Said Massari. Also Massani. Ach ja, stimmt. Der ist ja auch beigetreten. Stimmt. Asari Elite-Soldatinnen. Und Samara. Sehr, sehr cool. Aber das ist doch so wenig. Das ist so knapp darüber. Wir müssen noch viel mehr bekommen. Wir brauchen noch viel mehr von allem. So, dann gucken wir mal. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Jo, danke. Eine neue Nachricht. Drinks. Falls es Ihre Zeit erlaubt, sollten wir uns die Bars hier mal ansehen. Treffen wir uns doch im Silver Coast Casino, oberes Stockwerk. Hoffentlich gibt es diesmal keine toten Waffenhändler. Muss Ihnen was zeigen. Hey, wenn Sie das nächste Mal in Ihrem tollen neuen Apartment Zeit totschlagen wollen, sagen Sie Bescheid. Es gibt da etwas, was ich Ihnen gern zeigen würde. Wie in alten Zeiten. Hey, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen ein paar Hologramme fertig zu machen. Sie sind gut in Form, obwohl ich nicht da war, um Sie fit zu halten. Ich habe noch Urlaub. Geben Sie also Bescheid, falls Ihnen langweilig sein sollte. Essen nachholen. Komm, Spezialistin Samantha Train. Ach ja, danke, dass Sie sich mein Duell mit Tezuza angesehen haben. Das mit dem Mittagessen tut mir wirklich leid. Wir sollten es nachholen. Sagen Sie mir, wann Sie Zeit haben. Dann komme ich vorbei. Omega. Von Bray. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talons die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagte irgendwas darüber, Kandros Andenken zu ehren. Ich würde ja sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihren Standpunkt ein wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Es gibt hier mindestens einen Batarianer, der nicht will, dass sie sterben. Bray. Oh, das ist gut. Asari-Trupp bereit. Von Kareem LeMays. Vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen einen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz mit der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kannte einige der Elite-Soldatinnen, die in dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen. Aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzige gute Nachricht der letzten Woche. Bereit zum Dienst, Captain Corinne Lamays. Aber wir haben die Anlage doch gar nicht in die Luft gesprengt. Das war nur die große Halle, die explodiert ist. Unterwegs zur Front. Von Samara. Shepard. Ich habe meine Angelegenheiten auf Lessus erledigt. Ich würde Ihnen gerne anbieten, wieder mit Ihnen auf der Normandie zu reisen. Aber der Codex schreibt vor, dort am Kampf teilzunehmen, wo die Lage am schlimmsten ist. Während Sie Ihre entscheidende Arbeit leisten, werde ich mein Bestes an der Front geben. Vor meiner Abreise kehre ich zwecks Vorbereitungen noch einmal kurz auf die Citadel zurück. Falls es nicht mit Ihren Pflichten kollidiert, finden Sie mich dort. Titel-Update. Bryn Cole, sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage von Gellix rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg, für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tigels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bryn Cole. Okay. Dann machen wir weiter. Dann haben wir das. Sehr, sehr cool. Anin, Helion. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Reaper da noch Welcome to my house. Franzi! Hi, würde ich sagen.
Gibt's hier noch Rambazamba? Nein, gibt es nicht. Welcome to Imgrim's House. Ja. Tretegos. Tretegos ist mit Eis bedeckt, mit Ausnahme einiger Meere am Äquator. Der Planet hat die kältesten Winter von allen Asari-Kolonien und erfüllt die Besiedlungskriterien nur knapp. Die Kolonisten sind hartgesotten und nutzen die Wintermonate, um Neuankömmlinge darauf zu testen, ob sie das Leben hier überhaupt durchhalten. Die Kolonisten liefern den Reapern einen Guerillakrieg und ihr größtes Plus dabei sind U-Boote, mit denen sie unter das Eis fliehen können, um ihre Wärmesignaturen zu tarnen. Leider lassen sich damit die Bevölkerungszentren nicht zurückerobern und im Moment müssen sich die Kolonisten damit zufrieden geben, ihre synthetischen Unterdrücker mit Kommandoaktionen zu ärgern. Nur nett. Wie geht's dir und Family? Ach, bei uns ist alles gut. Bei uns ist soweit alles gut. Danke, danke der Nachfrage. Und bei dir? Intakte Reaper-Waffe. Oh, okay. Ob es hier noch was anderes gibt? Ich glaube nicht, ne? Ein Wrack. Das Wrack eines Treibstoffdepots. Oh, schön. 750 bekommen. 100%. Der Nimbus. Hieß ich? Warte mal, der Nimbus. Nimbus 3000, 2000. Wie hieß das Ding nochmal bei Harry Potter? Ja, auch. War bis eben noch mit Melly. Jetzt zu Hause brauchte mal eine Frau zu quatschen. So hast du sie bei der Arbeit abgeholt? Artefakte finden. Melanist. Gehen wir mal hin. Ja, war halb elf da. Ah, okay. Ja, warum nicht? Muss auch mal sein. Das muss tatsächlich halt auch mal sein. Ihr Männer versteht ja nicht alles bei Frauen. Ja, das ist aber nicht schlimm. 3 Einheiten Treibstoff. Ja, sehr gut. Tarshan. Tarshan, die Heimatwelt der Batarianer, ist weniger ein Geheimnis als vielmehr eine einzige Lüge. Die batarianische Propaganda spricht von 15 Milliarden Einwohnern und einer Wirtschaft, die den Asari Paroli bieten könnte. Aber obwohl der legale Sklavenhandel die Gewinne der Batarianer in der Tat ein wenig erhöht, haben die Sanktionen der Citadel doch eher ein Papiertiger von einem Reich zurückgelassen. Aber seine Rivalen mittlerweile durch terroristische Anschläge bekämpft, die zudem danach geleugnet werden. Statt in ehrbaren Kriegen wieder zu seiner Hochzeit vor einigen Jahrhunderten. Hä, was? Warte. Aber obwohl der legale Sklavenhandel die Gewinne der Batarianer in der Tat ein wenig erhöht, haben die Sanktionen der Citadel doch eher ein Papiertiger von einem Reich zurückgelassen, das seine Rivalen mittlerweile durch terroristische Anschläge bekämpft, die zudem danach geleugnet werden. Statt in ehrbaren Kriegen wie zu seiner Hochzeit vor einigen Jahrhunderten, wieso Hochzeit? Die Reaper werden diesem Reich wahrscheinlich den Todesstoß versetzen. Es gibt praktisch keine Informationen über Tarshan mehr, seit die Reaper die Kombarken zerstört haben. Aber batarianische Flüchtlinge sagen, der Widerstand habe ein Band zwischen den Bürgern entstehen lassen. Falls sich aus der Asche eine neue Regierung erhebt, könnte dieses Band vielleicht auch zu einer neuen batarianischen Gesellschaft führen. Oh, das ist doch schön. Pfeiler der Stärke. Oh, sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall. Scheiße, sind die Schiffe schnell. Alter. Also, und wir haben da immer noch nicht alles. Indris.
Was haben wir denn da? Kava-Station. Berichte des Allianz-Geheimdienstes besagen, dass Hiba einst vor einer großen militärischen Raumstation umkreist wurde, auf der Schiffe bewaffnet und betankt wurden, um Piraten, Sklavenrevolten und feindliche Invasionen zu bekämpfen. Die Reaper haben bei ihrer Eroberung von Kamala nur wenig Zeit darauf verwendet, sie ebenfalls zu zerstören. Ah, okay. Wow, da kam direkt ein Reaper-Schiff. Ich flipp aus.